Wenn wir so früher gingen, als Swing Boys, dann hatten wir also erstmal einen Zweireiher. Ich hatte einen dunkelbraunen Zweireiher mit feinen Nadelstreifen. Zweireiher war ganz innen und ganz wichtig. Und wenn wir so auf die Straße gingen, hatten wir einen dunkelblauen zweireihigen Mantel an, ein weiches Kaschmir und ein Lochhut auf. Das war so ein steifer Hut. Und dann gingen wir so mit dem Regenschirm über die Straße. Das hatte was. Das hatte insofern was, die Nationalsozialisten konnten diesen Aufzug überhaupt nicht verstehen. Und somit waren wir schon äußerlich sofort die Feinde des Dritten Reiches. St. Pauli war da auch so ein bisschen so ein Viertel, wo auch vornehme Leute sich amüsierten. Und da gab es ganz berühmt auf St. Pauli ein ganz besonderes Café. Und dieses Café hieß Café Heinze. Und Café Heinze spielten damals die besten Kapellen der Welt. Ich muss mal die Kapellen aufzählen. Es spielte dort Carlo Minari, Arne Hülpers, Jack Hilton, Louis Armstrong, Teddy Staufer. Das waren Kapellen von Weltruf. Mein engster Freund, Schulfreund, Günter Trölsch, er kam mit der Platte Goody Goody und sagte, wie findest du das? Und von dem Zeitpunkt an waren wir herrliche Swingboys und sammelten Platten und hatten für Hitlerjugend überhaupt kein Ohr mehr. Da gab es dann zum Beispiel in Hammerbrook einen ganz kleinen, stillen Laden, 100 Mark hießen die Inhaber, der besorgte solche Platten. Und das waren natürlich Schätze. Wir traten in den Tennisclub St. Georg ein und machten das Clubhaus zur Swinggemeinde. Es war eine Wucht, was wir da auf die Beine gestellt haben. Da zitterten wirklich die Balken und draußen marschierte die Streifen HJ und wartete eventuell, bis wir rauskamen, um uns dann hopp zu nehmen. Das gelang ihnen aber nicht. Da haben wir immer Mittel und Wege gefunden, um denen zu entgehen. Einige sagten, sie sind doch hopp genommen worden. Ja, nicht nur einige, sondern also eine ganze Menge. Und als sie bei mir dann schließlich an die Tür klopften und mich mitnehmen wollten, hatte ich inzwischen meinen Einberufungsbefehl und konnte ihn unter die Nase halten. Da war dann natürlich auch nichts mehr zu machen. Also wenn ein Jugendlicher so hopp genommen wurde, dann kam er ins KZ. Ich kann mich gut an die Swing Boys dieser Zeit erinnern, weil ich selber eine begeisterte Swing-Tänzerin war. Und es war also ein schönes, rhythmisches und doch tänzerisches Vergnügen. Swing war ja ein himmlischer Tanz, auch für ganz junge Menschen. Und ich war also eine Pionierin, eine Vorläuferin für den Swing. Ich war damals 13 Jahre alt. Ne? Aber Sie wussten, dass das von den Nazis nicht gerne gesehen wurde? Wissen Sie, es wurde vieles nicht gerne gesehen, aber eigentlich haben wir uns alle herzlich wenig darum gekümmert. Pardon me, boy, is that the blue choo-choo? Yes, yes.